zurück in die Fluten der Meere der Menschen gehen. Ist schon vorbei. Du warst ein besonderer Gast. Wer bist du überhaupt? Ja, das Creator Barcamp ist vorbei. Ich bin in Anführungszeichen ein besonderer Gast. Ich wurde wieder eingeladen von der Sonja, hier wieder mitzuhelfen oder Fragen zu beantworten, für Leute da zu sein, bei Workshops zu unterstützen, beim Schnitt zu helfen etc. Ich bin Noah oder auch Brian und war schon öfters hier. Hab mal YouTube gemacht, neben meiner Schule, neben meiner Ausbildung, relativ erfolgreich und bin jetzt 26, mach das aber nicht mehr, also das ganze YouTube-Twitch-Zeug eigentlich auch nur aus Zeitgründen, weil ich Vollzeit IT-Systemadministrator bin in einer Firma und nachdem man 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet hat, hat man vielleicht noch ein bisschen Zeit für sich und Freundin, Familie, Wohnung putzen, Wäsche waschen, kochen, vielleicht noch Sport machen, deswegen bleibt nicht mehr so viel Zeit, um, keine Ahnung, 2 Stunden am Abend zu streamen oder noch ein Video aufzunehmen, zu konzeptionieren. Du bist sehr, sehr lange Zeit dabei. Seit 2018 bist du dabei, hast immer wieder mitgeholfen, war selber auch schon besonderer Gast dabei. Aber mir ist beim Erstellen der PowerPoint aufgefallen, dass auf einmal kein YouTube war komplett leer. Das ist ein rechtliches Thema. Also ja, es stimmt noch, da stehen noch meine 40.000 Abonnenten auf YouTube stehen noch, meine, keine Ahnung, 12.000, 13.000 Follower auf Twitch habe ich auch noch alle. Ich habe allerdings alle Streams und auch alle Videos privat gestellt. Ist ziemlich einfach zu erklären. Wir reden von 500, 550 Videos auf YouTube, rund 4, 5 Millionen Aufrufe insgesamt wahrscheinlich. Ich habe das nie so genau verfolgt, weil mir die Zahlen egal waren. Es geht aber um Musiklizenzgründe und Copyrightgründe und vor allem um ein paar rechtliche Themen im deutschsprachigen Raum. Einfach erklärt, mit meinen Videos habe ich auch Geld verdient. Die waren monetarisiert, vor dem Video hat man Werbung gesehen und durch Werbeeinnahmen habe ich auch ein paar Euros dazu verdient als kleines Taschengeld durch YouTube. Da kam schon ein bisschen was bei rum. Und die Videos waren auch weiterhin monetarisiert. Ich habe zwar keine Videos mehr hochgeladen, aber die alten Videos, diese 550, waren noch online und man konnte sie anschauen. Im Impressum war immer mein Netzwerk hinterlegt, das hinter mir stand, das sich um alles gekümmert hat. Da stand nie mein Name drin. Mein Netzwerk habe ich aber dann verlassen müssen, weil ich natürlich keine Videos produziert habe. Und dementsprechend habe ich nicht nur alle meine Lizenzen für meine musikrechtlichen Dinge verloren. Das heißt, auf einmal haben ein paar tausend Mails mich erreicht mit Copyright-Claims, sondern auch kein gültiges Impressum war da. Und es gibt irgendein Gesetz, das anscheinend besagt, hey, wenn du ein YouTube-Video online hast oder mehrere YouTube-Videos online hast, die monetarisiert sind, das heißt, du bekommst Geld dafür, dann muss irgendwo ein Impressum drin sein. Und ich wollte mich nicht darum kümmern, ein neues Impressum zu erstellen. Und die andere Option war, ich schreibe meinen echten Namen da rein. Und meinen echten Namen gebe ich ungern bekannt, weil man dann sehr schnell rausfindet, wo arbeite ich, wo wohne ich, wo wohnen meine Eltern und lauter so Geschichten. Und da ich eine sehr junge Zielgruppe hatte und Kinder nicht manchmal so wissen, was richtig und falsch ist und wie man mit sensiblen Daten wie einem echten Namen umgeht, einer Adresse oder einer Telefonnummer, habe ich einfach gar kein Impressum reingeschrieben und habe einfach alle meine Videos privat gestellt, weil dann brauche ich auch kein Impressum. Deswegen sind alle weg. Webseiten, die für dich diese Impressum auch machen, was sagst du, war bis jetzt dein bestes Moment auf einen Creator Barcamp in Nürnberg oder im Haus des Spiels? Schwierige Frage, weil es eigentlich immer cool war. 2019 Creator Barcamp fand ich bis dato am coolsten. Warum? Es war so, dass wir eine relativ größere Gruppe bei einem Workshop hatten und haben aber mehrere Ideen umsetzen wollen, aber hatten eine zeitliche Deadline, weil wir wollten ja alles um 20 Uhr, 20.30 Uhr präsentieren. Wir wollten aber mehrere Videos machen. Wir wollten unter anderem Gaming-Videos produzieren, aber die unterhaltsam waren, so Comedy-mäßig, wollten aber auch Real-Life-Videos produzieren, wo wir halt nicht nur die Sketche skripten mussten, sondern auch filmen mussten, schneiden mussten, passende Musik, Einblendungen, Überschriften, Pipapo und Tralala. Und haben es aber trotzdem geschafft, wir waren glaube ich 10, 15 Leute,
dass wir das umgesetzt haben, trotz dieses zeitlichen Stresses, weil wir halt die Teams wirklich aufgeteilt haben und alle hatten, man hat es auch an diesem Tag gemerkt, alle hatten unglaublich Bock drauf, diese Videos zu produzieren. Alle haben da mit Ideen einfließen lassen beim Skripten, beim Konzeptionieren, beim Hey, wie könnten wir uns da anziehen, da könnten wir gut filmen, da sieht das gut aus und auch beim Zocken, bei den Game-Videos. Und das hat mir am meisten Spaß gemacht, weil am Ende des Abends kamen dann die Eltern dazu von diesen Kids, weil das waren sehr viel jüngere als heute hier waren. Wir waren alle so 14 bis 17 waren die Kids da alt. Und die Eltern waren dann mit da und dann haben wir den Eltern die Videos gezeigt, die ihre Kinder produziert hatten. Und auch wenn das alles vielleicht ein bisschen nerdy war und hey, die können nicht vielleicht was mit den Spielen anfangen oder wissen nicht genau, was abgeht, haben die Eltern ab und zu gelacht und fanden die Idee und das, was wir gemacht haben, extrem cool. Und es war ein cooles Erlebnis zu sehen, hey, ich habe mit den Kids da bestimmt 5 Stunden lang das alles umgesetzt und wir haben alle Videos fertig bekommen. Die wurden auch dann mal sogar auf diversen Kanälen, glaube ich, veröffentlicht, sogar auf YouTube oder auf irgendwelchen Webseiten eingebunden. Und nicht nur die Kids waren unglaublich happy, dass die Videos so geworden sind, wie sie geworden sind, weil ich mitgeholfen habe, sondern auch die Eltern waren glücklich und haben auch Spaß gehabt, das zu sehen. Das war bis dato mein coolstes Event und meine coolste Erfahrung. Ja, 2019 war ich auch ja schon das erste Mal wirklich dabei. Leider musste ich dann irgendwann einfach ja weg. Was gibst du oder was würdest du dir wünschen für die zukünftige Barcamp, die noch so stattfinden werden? Eine sehr interessante Frage, weil ich habe mit Sonja vorhin drüber gesprochen. Ich wollte eigentlich vorhin am Abschluss noch ein paar Worte verlieren und wollte noch was sagen an alle, die halt dann da saßen, weil wir alle zusammen saßen. Ich sage auf jeden Fall, nee, komm, Noah, das machst du nicht. Du setzt dich jetzt zu Hause hin, weil ich hatte eine Idee, die ich sehr cool fand, einfach allen mitzuteilen, weil es ein sehr interessantes Thema ist und weil es jeden betrifft. Wirklich, es betrifft einfach jeden. Jeder, der im Internet irgendwas tut, es betrifft einfach alle. Und dann dachte ich mir, nee, pass auf Sonja, ich mache das anders. Ich sage heute nicht jetzt noch 10 Minuten was am Ende. Ich setze mich in Ruhe mal hin, wenn ich auf der Arbeit mal Zeit habe, wenn ich nach der Arbeit Zeit habe, am Wochenende Zeit habe und mache das Ganze professioneller. Ich mache da eine richtige Präsentation draus. Ich schreibe mir Notizen, was ich wie wo sagen möchte, einbauen möchte. Mache noch ein sehr schönes PDF, das ich auch rumschicken könnte. Das schicke ich dann dir zum Beispiel, Sonja. Und du schickst das an alle, die sich angemeldet haben. Und bei einem der kommenden Workshops oder bei den Sachen, die noch kommen, ob es jetzt Creators Barcamp ist oder Games and Festival oder welche Veranstaltung auch immer hier, die von Parabol, vom Jugendmedienzentrum hier organisiert wird und ich wieder eingeladen werde, dann nehme ich meinen Laptop mit einer fertigen Präsentation und weiß, was ich sagen möchte und mache dann das. Deswegen, ich freue mich dann darauf, für die kommenden Events, die stattfinden, wenn ich wieder eingeladen werden sollte oder wieder angefragt werde, dass ich dann da nicht nur wie immer helfe und da bin und bei Workshops unterstütze, was das die Webvideoproduktion angeht, wie Videoschnitt, sondern dass ich auch dann mal dastehe und ein eigenes Thema mitbringe, wovon ich aber weiß, es betrifft jeden und es interessiert auch jeden und jeder wird heimgehen und wird sagen, er muss das und das machen. Weil ich da was mache, was genau sage ich nicht. Da spätestens nächstes Jahr wirst du dich dann darauf freuen, dass ich da einen kleinen Vortrag halte. Wie gesagt, ich kann jetzt sagen, zu 110%, es wird jeden betreffen, dieses Thema. Und es ist unglaublich interessant. Und da ich da seit 5 Jahren dran arbeite oder mit sowas arbeite, weiß ich, dass es jeden betrifft. Aber mehr spoilere ich nicht. Dann vielen Dank für das Interview und dann du bist entlassen.